Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und wir befinden uns hier auf der Burg. Ja, wir haben diesmal im Stream die Burg bearbeitet. Alle, die im Stream sind, wissen, was das wird. Euch lasse ich da nochmal ein bisschen im Trüben fischen, bis es fertig ist. Aber wenn ihr auf jeden Fall sehen wollt, was ich hier gebastelt habe, wie ich das alles zusammengebastelt habe, könnt ihr natürlich auch die Wiederholung des Streams gucken. Ich muss schauen, ob ich die Wiederholung heute noch hinkriege, weil Twitch derzeit ein bisschen rumbuggt. Ansonsten könnt ihr den Link oben rechts finden jetzt, insofern es funktioniert. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf Twitch klicken und da die Wiederholung einfach gucken. Ja, ich würde sagen, das hier ist unsere neue Burg. Sieht recht fresh aus, ne? Sieht fresh aus, ich weiß, ich weiß. Ha, habe ich richtig gut hingekriegt. Wir müssen auf jeden Fall diesen Turm irgendwie noch anders hinlegen oder tiefer legen oder irgendwas. Ich meine, das kann man auch gut benutzen, das Ding, ich wollte schon sagen, was es wird. Aber ich lasse es erstmal. Ja, die Dinger kann man nicht entfernen, die müssen wir irgendwie recyceln oder verschwinden lassen. Aber da lassen wir uns noch was einfallen. Ist jetzt halb so wild, ne? Was zum Teufel ist das? Sterbe ich, wenn ich da runter gehe? So gut wie. Ach so, das sind Verarschungspflanzen. Kennen wir alle. Jetzt bin ich halt tot. Klasse. Ich hab mal kurz den Spielstand. Ja, so viel dazu. Wir haben gestern einiges gebaut, hat ein bisschen länger gedauert. Für euch, die Fantasie haben, werden sich schon denken, was das hier werden könnte. Es wird was Schönes, Leute. Es wird was Schönes. Es wird euch gefallen, sagen wir es mal so. So. Dann mal los hier, ne? Dann mal los hier. Ich habe hier alles weggepflückt. Wir sind auch an der Grenze des Bounds. Wir sind so an der Grenze des Bounds, dass ich tatsächlich in Erwägung ziehen muss, endlich die Mod zu installieren. Ist echt ein bisschen traurig ist. Und wir haben hier einen See. Cool. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Landzunge ist. Das heißt, wir haben hier einen See. Crazy. Oh mein Gott. Naja, darum geht es ja heute nicht. Heute geht es darum, in die Quest zu gehen. Und zwar mit Ada. Liebe Ada, komm mal her. Hey. Hier, Ada. Der letzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Es dauert nur einen Augenblick. Hier haben Sie ihn wieder. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum Sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Lass das mal meine Sorge sein. Kannst du mit dem letzten Radarpeilsender nun die Position des Mechanist ermitteln? Das hoffe ich doch. Ich führe bereits Berechnungen durch, während wir uns unterhalten. Das erklärt noch immer nicht, warum Sie den Kopf wiederhaben wollen. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Synth. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler, denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Wir haben keine Wahl. Es behauptet, dass wir es brauchen, um in die Anlage des Mechanist zu kommen. Wie dumm von mir. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Das habe ich gemerkt. Warum in aller Welt sagst du sowas? Ist das nicht offensichtlich? Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen.
bereits die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Bist ein Individuum, glaube ich nicht. Kann ich hier nicht sagen, dass sie scheiße ist? Deine Persönlichkeit macht dich zu einem Individuum. Gib das nie auf. Du hast recht. Alle schönen Erinnerungen, die ich als Ada gesammelt habe, wären ohne den Persönlichkeitsmodus verloren. Das darf nicht passieren. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und jetzt habe ich sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Ja, bist du durch? Vielen Dank. Baue Jezebel einen Körper. Okay, das kriegen wir hin. Wir reisen einmal nach Hause und... Oh oh. Oh oh. Sieht noch alt aus, ne? Sieht alt aus, oder? Was mit meiner Lackierung? Hey, General. Meine Lackierung ist weg. Hä? Oh Mann, was ist denn hier los? Diese Rüstung sollte uns im Kampf einen eindeutigen Vorteil verschaffen. Meine Lackierung ist weg, wieso? Hat sie sich komplett... Oh Gott, Leute, ey. Ich muss diese Mod raussuchen, die das verursacht. Ich werde Fallout 4 neu installieren. Und dann nach und nach die Mods hinterher installieren. Es ist sowieso nötig. Ich habe schon so viele Mods installiert und deinstalliert und installiert und deinstalliert, dass es echt mal Zeit wird, dass ich das Ganze frisch aufsetze. Weil viele Daten gehen natürlich verloren, wie zum Beispiel jetzt die Namen der Klamotten, die wurden jetzt durch englische ersetzt und die kann ich nicht wieder zurücksetzen und pipapo. So, lass uns mal überraschen, was passiert ist. Hoffentlich nur die Farbe, bitte sag mir nur die Farbe. Nur die Farbe, bitte. Ach, komm. Ja, dann lasse ich es erstmal so. Ganz ehrlich. Ne, wir hatten Navy, ne? Wir hatten Navy. Will nur die Farbe haben. Das ist echt ein Fluch. Das ist echt ein Fluch, Leute. So, die Arme waren blau, ne? Ja, der Schutz aber verbessert sich wesentlich. Okay. Ich werde heute 2 Folgen circa aufnehmen und dann werde ich das Ganze starten. Dann werde ich das Ganze starten, Leute. So. Habe ich es jetzt? Der linke Arm noch. Das war blau, ne? Alter, ich wollte einsteigen. Dude, dass ich dran basteln soll, ist einsteigen. Und ich schwör's euch, Leute, die Materialien, die ich verloren habe, durch diesen ganzen Kram, die werde ich mir schieben. Das geht ja mal gar nicht. Was brauchen wir dafür? Na gut, es ist billig. Es ist billig. Muss ich mir nicht schieben, ne? Nee. Wobei der Kleber. Kleber ist nicht gerade billig. Also auf den Kleber hole ich mir zurück. Und den Rest lasse ich sein. Ganz einfach. Okay, Rüstung steht wieder. Ah, diese Power-Rüstung, ne? Wer hat sich sowas ausgedacht? Ganz ehrlich. So, neue Automatron.
Ich muss erstmal schlafen gehen. Ich muss erstmal schlafen gehen. Nimm's, mach sie nicht. Ich brauche es tagsüber. Na komm, 10 Uhr. 10 Uhr mindestens. Hey. Wer hält mich da von der Seite an? Jetzt regnet's auch noch. Oh. Und ich mache auf jeden Fall den Regen ein bisschen leiser. Ich meine, es ist zwar geil und so, aber auf die Dauer ist es mir doch ein bisschen zu laut. So, neuer Automatron. Wenn du mir eine zweite könntest, Kopf, Jezebels Kopf. Ein Kopf, Aggressor. Vom Jezebel kriegst du einen Kopf. Körperrüstung. Ja gut, dann hier, komm. Torso, ich möchte, dass du fliegst. Keine Torso, Frontrüstung. Protect dein Torso. Aggressor-Ton? Was ist... Achso, Mr. Handy. Ah. Ich kann nur jeweils einen. Also das, was ich habe, kann ich verwenden. Na gut, was soll's. Dann nehmen wir Aggressor-Ton. Frontrüstung brauchst du nicht. Linker Arm. Kein linker Arm, so. Du kriegst keine Arme, Madame. Sonst kannst du dich sogar noch wehren. Nicht mit mir. Beine. So. Du kriegst keine Rüstung. Fertig, aus. So. Oh, was hast du erwartet? Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Ich habe meinen Hals riskiert, um dich zu retten. Also würde ein wenig Dankbarkeit nicht schaden. Wenn uns ein Danke sehr dabei hilft, unsere Abmachung schneller abzuschließen, dann spreche ich es um Ihre Willen nur zu gerne laut aus. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist. Unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Du hilfst? Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Okay. Irgendwie hast du die Definition von helfen nicht ganz begriffen. Helfen. Etwas geben oder bereitstellen, was zum Durchführen einer Aufgabe oder Befriedigung eines Bedürfnisses benötigt wird. Ich befolge exakt meine Befehle. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach, aber angesichts Ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass Sie es nicht verstehen. Und du bist gleich Hirnpastete, wenn du mir nicht sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme. Kein Grund, unhöflich zu werden. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen sie einen ihrer Roboter mit der Modifikation MSAT ausstatten. Ich lade die Pläne auf ihren Pip-Boy. So,
Ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Kopfjagd. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß in deinem neuen Körper. Das ist ja immer nur so eine Wirbelsäule, die durch die Gegend schwirrt. Also gut. Ada. Ich dachte, ich kann jetzt bauen. Achso, ich muss wahrscheinlich erstmal mit dir reden. Gut, wir haben ein Torso. Na, behalt mal bis der Handy. Obwohl. Dann kann ich keinen Kopf machen, ne? Ich wollte ja einen Kopf machen. Gut, dann nehmen wir hier Protektron. Was soll's. Dann Kopf. Kopf. Ey, was ist mit dem Todeskrallenkopf? Ich hatte all meine Hoffnung in dem Todeskrallenkopf. Wozu habe ich den denn? So ein Scheiß hier, dann nimmt der nächste Handy wieder. So. Frontrüstung kriegst du auch natürlich was. Tragekapazität. So. Eckrüstung. Ich verbrate hier all meine Ressourcen. Ja. Sollen wir alles verbraten? Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. So. Komm. Das reicht. Du hast alles verschwendet, was ich hatte. Hey. Du hast keinen Kopf mehr. Hey, Ada. Sie haben ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Hoffentlich war sie nicht zu schwierig. Könnte es sein, dass diese Roboter ihre Befehle falsch interpretieren? Ja, das habe ich ebenfalls erwägt. Die widersprüchliche Natur der Durchsagen des Mechanist ist besorgniserregend. Aber es ist so, dass der Mechanist ungeachtet seiner Absichten aufgehalten werden muss. Diese Roboter sind zu gefährlich. Konnten Sie herausfinden, wie man zum Mechanist gelangt? Jezebel hat mir die Baupläne für ein sogenanntes M-Set gegeben. Das muss ich in einen Roboter einbauen. Eine selbstentwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Wahrscheinlich benötigt man das M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Ich improvisiere. Bin mir nicht sicher. Ich improvisiere vor Ort. Ja, während der Konfrontation können Sie sicher eine fundierte Entscheidung treffen. Und nun, wenn Sie bereit sind, sollten wir wohl ein M-Set installieren. Gut. Ich hoffe, das kostet keine Ressourcen. Das hat bestimmt so viel gekostet. Ja, leck mich doch. Ich brauch Kleber. Ich fass es nicht. So, Madame, du hast bestimmt hier irgendwas, was Kleber hat, ne? Wie sieht's damit aus? Nein, nicht in die Werkstatt. Stoff. Säure. Stoff. Silber. Glas. Stahl. Plastik. Das ist doch echt zum Kotzen, Leute. Das ist doch echt zum Kotzen. Wo kriege ich jetzt Kleber her, ha? Wo kriege ich jetzt Kleber her? Die Trolle hat mir so viel gekostet. Das ist unglaublich. Wartet mal eine Sekunde. Wartet mal eine Sekunde. Das, werde ich hinkriegen. So. Ja, das war Absicht, dass ihr das alles gesehen habt. Kleber. Fallout 4. So. Es ist nämlich total in Ordnung, wenn ich mir das jetzt erschiete.
Weil wir haben jetzt so viel Kleber an zwei Power-Rüstungen verloren, die sich einfach wieder resettet haben. Und deswegen bin ich der Meinung, ich darf mir das jetzt erschießen. Kleber. Alter, ist das dein Ernst? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich hasse dich! Scheiße. Ganz ehrlich, Freunde, Giga ist das Schrecklichste, was ich jemals erlebt habe. Meine Güte. So. Player.add. Nee. Oder Punkt Item. So. Scheiß da und jetzt drauf, ganz ehrlich, Freunde. Scheiß da und drauf. Meine Rüstung hat mich so viel gekostet. Da darf ich ruhig mal kurz mein Zeug wieder zurückerschicken. Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen können. Es würde mir auch gar nichts bringen, da jetzt irgendwie irgendwas reinzubauen in die Power-Rüstung, aber eigentlich bräuchte ich ein paar Mods da drinne. Aber es bringt nichts, sie jetzt reinzusetzen. Mann, so eine Verarsche. Robco-Vertriebsanlage, okay. Gehen wir mal zum Flughafen. Von da aus kommen wir da easy hin. Das war einer der Orte, die wir extra nicht begangen haben. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Traurig, dass ich da nicht rein konnte. Damals, wisst ihr noch. Ach stimmt, die Waffe. Die wollten wir noch verbessern. Na gut, das nächste Mal, wenn wir zu Hause sind. Ja, wie sieht's denn hier aus? Kommt das Licht her? Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Prytwen abschaben. Von außen. Na egal, rennen wir mal hin. Kommen wir erstmal ohne klar. Komm. Achso. Ist das so neblig oder? Moment. Okay. Ich verstehe. Gott, lass uns einfach irgendwo reingehen, wo es nicht so neblig ist. Robco Vertriebsanlage oder Zentrale. Also wenn das jetzt schon das Ende des DLCs ist, dann ist das schon ein bisschen traurig. Oder auch nicht, es ist ja kein Story-DLC, ne? Story-DLC kommt ja erst in, was weiß ich, wie vielen Monaten. Was echt ein bisschen traurig ist. Na komm, ey, da schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wieso kann ich den Roboterarm nicht mitnehmen? Nach dem Stopp zu urteilen, könnten wir die Ersten sein, die seit langem hierher gekommen sind. Wollen wir doch mal gucken, Ada. Können wir das denn aufkriegen? Bam. Na komm. Hier muss doch noch irgendwas sein. Obwohl, ich hab genug, ne? Genug. Ich war gerade so in der Konzentration, dass ich total leise war. Safe-Steuerung. Juhu. Ja, aktivieren wir es wieder. Ja. So. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ups. Ja, ja. Bekanntmachung. An alle Mitarbeiter von Mark Kurzfeld.
Hauptgeschäftsführer, ich möchte Sie daran erinnern, dass alle Mitarbeiter der Robco Vertriebszentrale sich an folgende Verhaltensrichtlinien zu halten haben. Hände weg von den... Nee, auch das steht nichts von denen. Hände weg von Ladungen mit der Bezeichnung RB2851. Ich denke, dass sämtliche Mitarbeiter wissen, wie unsere üblichen Ladungen aussehen. Jegliches angeblich versehentliche Öffnen wird umgehend mit Kündigung sowie umfangreicher Befragung unserer Freunde im Kellergeschoss geahndet. Unsere Freunde im Kellergeschoss, okay. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie ihre Namensschilder tragen. Die Namensschilder sollten deutlich sichtbar oben rechts auf dem Hemd der Uniform angebracht sein. Bitte tragen Sie Ihr eigenes Namensschild. Tauschen verboten. Kunden, Freunde und Familienmitglieder sind im hinteren Kundendienstbereich nicht mehr zulässig. Wir haben irgendwas reinbekommen, das niemand sehen darf. Vielleicht ein Robohirn. Weil ich denke mal, wenn man ein Robohirn baut, braucht man auch ein Gehirn. So, aber ich nehme nicht an, dass es damals üblich war oder dass es damals ja legal war, Menschenhirne zu horten und einen Roboter zu bauen. Anfrage an Abteilung Kundendienst. Henrietta Blanche. Status offen. Beschreibung. T. Sanchez. Mrs. Blanche behauptet, ihr Terminal funktioniere plötzlich nicht mehr. Ihr Terminal funktioniere plötzlich nicht mehr. Die Standardfehlermeldung wird angezeigt. Sie meint, dass das System immer häufiger abgestürzt ist und jetzt nicht einmal mehr hochfährt. So viel zu plötzlich. Wenn ich mir sie so ansehe, würde ich sagen, dass da ein ganzes Katzenfell an Haaren im Rechner steckt. Wahrscheinlich Überhitzung. Lösung, Vorgang läuft. Wenn ich mir sie so ansehe, glaube ich, dass da ein ganzes Katzenfell drin ist. Ja, gut. Brown Will Sullivan. Status geschlossen. Beschreibung. Kay O'Connor. Miss Sullivan behauptet, dass ihr E601 an ihr Büronetzwerk angeschlossen war, aber nie ihre Intramails verschickte. Außerdem sagt sie, dass das Benachrichtigungssystem, das wir beim Kauf für sie eingerichtet hatten, überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung, wo das Problem liegt. Angeblich hat ihre IT-Abteilung den Computer überprüft, ohne herauszufinden, was damit nicht stimmt. Sie hat ihn hierher gebracht und mit einer Klage gedroht. Hat offenbar ein paar für sie echt wichtige Beschreibungen vermurkst. Bemerkung. P. Benson. Sieht aus, als hätte Kamin diesen Computer sabotiert, bevor er ging. Keine Ahnung, ob das was Persönliches war oder nur ein Abschiedsgeschenk. Ich glaube, ich weiß, was er da gemacht hat. Aber ich kann nichts versprechen. Ich empfehle, dass wir dieses Terminal durch ein neues ersetzen, das garantiert unkomprimiert ist. Beschreibung. Kay O'Connor. Crenshaw ist wieder mit seinem uralten Terminal da. Er ist jetzt mindestens 7 Jahre alt, stürzt ab, wenn er rote Gefahr spielen will. Bewertung. S. Lee. Colvin wird nachgeben und ein neues Terminal kaufen müssen. Dieses alte NX12 taugt mittlerweile nur noch für Dokumente und textbasierte Spiele. Er bräuchte mehr Speicher und den unterstützt dieses Terminal nicht einmal. Also entweder ein komplett neues Innenleben oder ein brandneues Terminal. Ihre Entscheidung. Brauchen, um auf ein Terminal zuzugreifen. Allein schon, dass man mit diesen Dingern spielen kann, ist echt crazy. Hallöchen. Was sollte der Scheiß denn? Achso, es war die Tür, die aufging. Mann, Ada. Jag mir doch keinen Schrecken ein. Ganz ehrlich. Ach, wir müssen dahin. Jetzt schwören können, dass das Ding hier wohl zeigt. Da scheint noch ein Terminal zu funktionieren.
Weißt du, jetzt kann ich plötzlich mit der Powerrüstung noch zugreifen. Passwortschutz derzeit nicht implementiert. Mama, Papa, Timmy, Jenny. Mama. Abfrage, Abfrage, Abfrage. Fehler. Das System kann die Datei nicht finden. Papa? Timmy? Janie? Was zum Teufel? Das Terminalsystem Robco E601 ist ein neues Terminal, das speziell für Geschäftsleute optimiert wurde. Ihrem Aufstieg nach ganz oben steht nichts mehr im Wege, wenn Sie mit unserem hochmodernen System einschließlich Kalender, Kontakten und Nachrichtensystem stets organisiert bleiben. Folgende Beispiele demonstrieren die Anpassungsmöglichkeit und die Detailgenauigkeit des E601. Tagesplan. Naja. Kalender. Behalten Sie mit unserem anpassbaren Kalender wichtige Termine im Auge. Vergessen Sie nie mehr einen Geburtstag oder einen Jahrestag. Naja. Kontakte. Speichern Sie detaillierte Informationen zu Ihren Kontakten. Verleihen Sie Ihrem Geschäft eine persönliche Note. Sieht alles kacke aus. Könnte ich ja besser programmieren, ganz ehrlich. Nachrichten. Das neue Nachrichtensystem markiert geschäftliche Intramails automatisch mit einem Zeitstempel und informiert Sie, wenn die Nachricht geöffnet wird. Nie mehr die alten Ausreden. An Mark Kim. Von Albert Cunningham. 12. Oktober 2077. Geöffnet am 12. Oktober 2077. 6 Minuten später. Betreff Halloween. Wir sollten eine Besprechung zur diesjährigen Halloween-Party planen. Wir müssen abstimmen, ob Kostümpflicht herrscht und über das Catering entscheiden. Albert. Ja, das ist ja schön für dich. Aber was sollte die Scheiße? Ist das irgendwie ein Code? Das werden wir wohl nie erfahren. Ich weiß nicht, wie ein Mob da reinkommt. Oder jedenfalls momentan nicht erfahren. Vielleicht werden wir es eines Tages erfahren. Vielleicht auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Benutzt das. Okay, dafür kann ich den Schlüssel also benutzen. Die Systeme der Terminal-Einheit wurden angehalten. Bitte überprüfen Sie, ob sämtliche erforderliche Hard- und Software-Korrektur oder korrekt installiert wurde. Falls weiterhin Probleme auftauchen, sollten Sie sich umgehend an die nächste Robco-Vertriebszentrale wenden. Das muss das alte Terminal gewesen sein, ne? Robco-Vertriebsanzeige. Ah, Eintrag von T. Sanchez. Kunde Henrietta Blanche. Terminal RX6550. Stürzt direkt beim Hochfahren ab. Vermutlich überhitzen. Gesamte Konsole muss gereinigt werden. Führe Neubewertung nach Bereinigung der Hardware durch. Ah, das ist das Terminal mit dem Katzenhahn. Ach, hast du erledigt, ja? Sehr schön. Wer lässt denn hier eine volle Nuka-Cola-Flasche rumliegen? Wie doof seid ihr denn? Na gut, war dann gerade die Fusionszellen? Da würde ich mal sagen, gehen wir rein. Hier ist noch eine automatische Laserpistole, warum auch immer. Okay. Ignorieren wir das ganz einfach. Und gehen hier mal rein. Überall Roboterarme. Natürlich ist es offensichtlich hier das Versteck des Automatron. Robert,
Oder des Mechanisten. Okay, heute bei Wir übertreiben's. 1 Milliarde Sicherheitstüren. Aus dem Weg! Vielleicht komme ich mit meiner Powerrüstung da durch, weil ich mehr Roboter bin als Mensch. Wer weiß. Oder ich gehe einfach diesen Weg. Ja. Okay, was können wir denn hier machen? Autorisierungseinrichtungslinien. Sämtliches Personal muss beim Betreten oder Verlassen der Anlage eine Dekontaminierung durchführen. Sämtliches Personal muss einen Sicherheitsausweis mit Rang 22 Minimum und einem aktuellen Foto vorlegen. Jeglicher Verstoß führt zur sofortiger Sicherheitsabriegelung, bis die Person befragt und überprüft wurde. Gäste müssen eine von General Rowling und dem begleitenden Mitarbeiter unterzeichnete Berechtigung vorweisen und dürfen zu keinem Zeitpunkt ohne Begleitung sein. Gäste ohne Begleitung werden zur Befragung festgehalten. Der begleitende Mitarbeiter ist für ihre Handlungen haftbar. Sicherheitsprotokoll. Warnung. Sicherheitsalarm Epsilon 6 aktiviert. Alle Systeme wurden gesperrt. Sichern Sie Ihre Station und warten Sie auf weitere Anweisungen. Fehler. Die Sicherheitsprotokoll-Datenbank ist beschädigt. 4219 Dateien wiederhergestellt. Dateien anzeigen. Kein bisschen nervig, ne? So. Sicherheitsposten 12. Sicherheitsprotokoll 45. Gegenspionageprozedur Klasse 5. Wenn der Leiter der Einrichtung berechtigten Grund hat, von einem Sicherheitsverstoß durch einen ausländischen Geheimdienstagenten auszugehen, einschließlich aber nicht der Beschränkung auf chinesische Agenten oder Sympathisanten, aktiviert er die Gegenspionageprozedur Klasse 5. Im Falle eines Alarms der Klasse 5 wird die gesamte Einrichtung geringfügig abgeriegelt. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich an ihren Stationen melden und weitere Anweisungen des Sicherheitspersonals abwarten. Mitarbeiter, die sich nicht zeitnah melden oder im Anschluss abwesend sind, werden als Verdächtige betrachtet. Und auf Sicht erschossen. Sicherheitsteams begleiten die Mitarbeiter der Abteilungen zu den Forschungslabors auf Ebene 3, wo sie befragt werden. Die Chefwissenschaftler bereiten ein mit Messmetron ausgestatteten Robohirn vor, das bei der Befragung unterstützt. Aufgrund des instabilen Wesens des Geräts ist mit Verlusten durch spontane Gehirneruptionen zu rechnen, in der Größenordnung von 10-15%. Ach du Scheiße, ich kann diese Wissenschaftsterminals kaum lesen. Sollten Agenten entlarvt werden, ist der Leiter autorisiert, sie mit allen nötigen Mitteln festzunehmen und der Forschungsabteilung zu Versuchszwecken zu übergeben. Nach Abschluss der Befragung beendet der Leiter den Alarm nach eigenem Ermessen. Sicherheitsalarm Gamma 9. Für den Fall eines koordinierten Ausbruchsversuchs und/oder feindseliger Handlung der Testpersonen ist jeder Aufseher der Klasse 2 oder 3 dazu autorisiert, einen Sicherheitsalarm Gamma 9 in Kraft zu setzen. Beim Inkrafttreten
Das wäre wieder so ein kompliziertes Wort. Beim Inkrafttreten des Sicherheitsalarms Gamma 9 wird eine Hochsicherheitsabriegelung des Forschungsflügels sowie eine geringfügige Abriegelung aller anderen Orte durchgeführt. Im Forschungsflügel werden sämtliche Sicherheits- und Verteidigungssysteme aktiviert. Alle lokalen und Remote-Funktionen der Terminals werden deaktiviert und sämtliche Sicherheitstüren in den Zellenblockbereichen werden verriegelt. Der Leiter der Einrichtung sollte diesen Alarm als Gelegenheit für einen Einsatztest nutzen und alle verfügbaren experimentellen Roboter zur Sicherung des Forschungsflügels nutzen. Es ist mit Verlusten unter den Testpersonen zu rechnen. Sollte der Leiter eine vollständige Eliminierung für nötig erachten, ist diese autorisiert. Die Sicherheitsteams müssen eine methodische Durchführung des Forschungsflügels durchführen, bevor sie Entwarnung geben und diesen Alarm beenden. Der Leiter muss einen Vorfallsbericht RM13 sowie einen Antrag auf neue Testpersonen beim Aufsichtsgremium für Militärrobotik einrichten. Das heißt, es geht quasi darum, das Militär mit Robotern zu unterstützen. Ich bin gespannt, was wir hier finden. Sicherheitsalarm Epsilon 6. Im Falle eines Versagens der Konditionierungsprotokolls Code KPC 21, das ein Massenaufstand des Roboter-Hausmeisterpersonals zur Folge hat. Siehe Definitionen Anhang 3. Ist jeder Aufseher der Klasse 2 dazu autorisiert, einen Sicherheitsalarm Epsilon 6 in Kraft zu setzen? Beim Inkraftsetzen eines solchen Alarmes werden sämtliche Sicherheits- und Verteidigungssysteme aktiviert, alle Remote-Funktionen der Terminals deaktiviert und der Kontrollraum wird automatisch abgeriegelt. Mitarbeitern wird geraten, sich zu bewaffnen und am Ort zu versammeln. Innerhalb von 10 Geschäftstagen wird eine externe Analyse des Aufsichtsgremium für Militärrobotik AGMR erstellt, anhand derer die angemessene Vorgehensweise ermittelt wird. Dieser Alarm kann außer Kraft gesetzt werden. Erstens durch Remote-Autorisierung des AGMR oder zweitens durch den Anlagenadministrator von Master-Steuerungsterminal im Kontrollraum aus. Das heißt, wir müssen in den Kontrollraum höchstwahrscheinlich, um irgendwas zu machen. Als Notfallmethode für den Fall, dass der Kontrollraum kompromittiert wurde, kann vom Aufzugssteuerungsterminal in Sicherheitsraum 3 aus eine begrenzte manuelle Außerkraftsetzung durchgeführt werden. Zur Aktivierung der Außerkraftsetzung werden Stimmsignaturen von 3 registrierten Aufsehern der Klasse 2 benötigt. Omega-Protokoll. Im Fall bestätigter nuklearer Explosionen setzt der Leiter der Einrichtungen oder in seiner Abwesenheit der ranghöchste diensthabende Aufseher, in der Folge amtierender Leiter, eine vorübergehende Abriegelung in Kraft, bei der alle Mitarbeiter angewiesen sind, an Ort und Stelle Unterschlupf zu suchen. Mit einem Abbruch des Kontakts ADK zur militärischen Befehlskette ist zu rechnen. Nach einem Zeitraum von nicht weniger als 12 Stunden nach ADK versucht der amtierende Leiter, den Kontakt wiederherzustellen. Siehe Notfallkommunikationsprotokolle anhand 9. Jegliche Anweisungen, die aus dieser Kommunikation entstehen, sind vorrangig zu diesem Protokoll zu befolgen. Für den Fall, dass die Kommunikation nicht innerhalb von 24 Stunden nach ADK wiederhergestellt werden kann, leitet der amtierende Leiter eine geordnete Abriegelung der Einrichtung ein. Die Testpersonen werden in ihre Zellen eingeschlossen. Mitarbeiter der Einrichtung, die vor Ort verbleiben, löschen sämtliche sensiblen Daten und Aufzeichnungen, fahren ihre Stationen herunter, bewaffnen sich und sammeln ihre persönlichen Besitztümer ein. Falls die Kommunikation nicht innerhalb von 30 Stunden nach ADK wiederhergestellt ist, aktiviert der amtierende Leiter Abriegelungsmodul Omega. Im Anschluss besteht ein Zeitfenster von 10 Minuten für alle Mitarbeiter, die Einrichtung zu evakuieren. Diese Evakuierung soll als dauerhaft angesehen werden. Nach Aktivierung kann die Abriegelung nur durch Remote-Autorisierung des
Aufsichtsgremium für Militärrobotik aufgehoben werden. Nein, nicht nochmal reingehen. Crazy. Also ich vermute mal, dass hier so einiges abgeriegelt ist. Ach, du bist Ada. Ja, easy going hier. Ich gehe einfach durch. Oder auch nicht. Na komm. Boah, ich will die Folge beenden. Also komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Dankeschön. Ah. Gut, Freunde, ich würde sagen, ja, wir es geschafft haben, easy die Tür zu öffnen, werden wir morgen auf jeden Fall in eine weitere Folge gehen. Huch. Und vorher auf jeden Fall die Laser ausstrahlen, ausstellen. Hier ist ein Fahrstuhl. Es gibt ja noch sehr viel zu erkunden. Ich würde gerne vorher etwas testen. Ach, ich habe überhaupt gar keine Erfahrung. Ich habe gehofft, dass ich Erfahrung kriege. Ja. Meine Systeme arbeiten weiterhin bei maximaler Effizienz. Wissen Sie, was ist denn jetzt schwierig? Einsicht in die Dekontaminierung. Oh, hier kann man auch rein. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann durchwühlen wir hier mal den ganzen Kram, was wir alles hier finden werden, wie zum Beispiel diese Nuka-Cola Quantum. Und schauen mal, was wir hier noch so finden, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.